Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Ich habe jetzt geerntet Kohlrabi und Kohlrabi bei mir dieses Jahr wirklich monstermäßig. Aber die sind richtig schön butterweich, richtig schöne Kohlrabi. Schaut, richtig toll. Und eingepflanzt habe ich die unter dem Netz und deswegen nichts angeknabbert, keine hier Läuse, nichts. Da. Und die kann man, die Blätter auch natürlich zum Essen verwenden. Die kann man oder blanchieren und füllen, was wir so wie Kohlrouladen oder wie wir Mangoldblätter von den Rotbeeteblätter füllen, kann man die natürlich auch einfach so verwenden, in Salate blanchieren und in Salate schneiden. Zum Beispiel, wenn wir Kohlrabi als Buttergemüse machen, kann man auch dazwischen die Blätter schneiden, da würde ich euch raten, diese Stiel einfach so abziehen. Einfach so abziehen, weil er so ein bisschen hart holzig ist. Und dann nur die Blätter benutzen. Und was kann man noch schön machen? Die Chips. Einfach klein schneiden, einfach so sauber natürlich machen, kurz blanchieren im Salzwasser, aber kann man die auch sogar so direkt machen. In kleine Stücke schneiden, mit Olivenöl und Gewürze vermischen, auf dem Blech liegen. 3-5 Minuten sind die dann knusprig, so wie ich mal gemacht habe, Chips mit dem Grünkohl. Das kann man genauso mit Kohlrabi machen. Viel gesünder. Das werde ich mit meiner Enkelin machen. Die werde ich jetzt abmachen und im Kühlschrank legen. Und ans Wochenende mache ich mit den Chips, gesunde Chips für uns. Und jetzt habe ich gedacht, wir lieben Kohlrabi. Einfach so mit Kokosmilch oder so Buttergemüse. Und warum koche ich die jetzt nicht einfach ein? Und im Winter habe ich schon mir halbe Arbeit gemacht, brauche nur Gläschen aufmachen oder in einen Topf oder als Buttergemüse machen oder einfach so eine Ballade machen. Und heute werden wir es machen, weil es ist wirklich nicht kompliziert, einfach brauchen wir nur Kohlrabi, Wasser und bisschen Salz nehme ich und nicht iodiertes Salz, einfach so ein Steinsalz. Und jetzt fangen wir damit, dass wir erstmal unsere Kohlrabi sauber machen, dann schälen und in unsere passende Würfelchen schneiden. So wie es wir möchten gerne auf den Teller haben. Bereiten wir erstmal unsere Gemüse vor. Und was wir jetzt kochen können noch machen, einen großen Topf auf den Herd stellen, Wasser reinmachen und aufkochen, weil Kohlrabi müssen wir unbedingt blanchieren, bevor wir die Gläser machen. So, meine Kohlrabi habe ich jetzt von Blätter befreit und habe die richtig schön mit Schwämmchen geschrubbt, dass die richtig schön sauber mit nochmal Wasser abgespült und jetzt werden wir die klein schneiden. Erstmal schneiden wir diese untere Teil, was in die Erde steckt und dann schälen wir. Hier unten kann auch sein, das gibt so eine holzige Stelle, die lieber abschneiden, sonst dann beim Essen wird es zu holzig und schmeckt dann nicht. So, sieht es gut aus. Danach schneide ich die in so ein dickere Scheiben und dann die Scheiben in so eine Streifen und dann die Streifen einfach in Würfel, dass ich ungefähr so eine mundgerechte Würfel habe und geben wir erstmal alles in einen großen Schüssel. Erstmal schneide ich komplette Kohlrabi. Und dann machen wir es weiter. So, Kohlrabi habe ich jetzt geschnitten in so eine Stücke. Die Gläser habe ich auch schon alle heiß abgekocht. Decke auch, alles schön sauber. Salz habe ich mir jetzt schon vorbereitet. In meinem Fall mag ich gerne beim Einkochen diese Ursalz nehmen. Hat mir noch nicht den Stich gelassen. So, das Wasser jetzt richtig sprudelnd kocht, gebe ich noch
Essig. Ich gebe einfach helles Tafel Essig. Es ist für die Haltbarkeit, für die Konservierung, dass unsere Kohlrabi auch heller bleiben, knackiger bleiben, und geben wir jetzt unsere Kohlrabi da rein. Vorsichtig. Jetzt mache ich auch den Deckel drauf und lasse jetzt 3 Minuten in dem heißen Wasser liegen. Den Herd mache ich aber nicht aus. So, 3 Minuten sind vorbei, mache ich mein Herd aus. Es kocht nicht sicher, weil das schafft auch nicht aufkochen in diese 3 Minuten. Aber Herd dürftet ihr nicht ausmachen. So, ich habe jetzt nämlich hier kaltes Wasser vorbereitet und auch ein bisschen Eis reingelegt, weil am besten ist, wenn es jetzt richtig in kaltes Wasser wird. Willkommen, schaut ihr die schön weiße Würfelchen. So, haben wir alles rausgeholt. So, lassen wir nur 1 Minütchen hier liegen und dann können wir schon auf den Sieb geben. So, die Kohlrabi-Würfelchen habe ich jetzt auf den Sieb gegeben, abtropfen lassen und sind die fertig für den Gläser füllen. Die Hände unbedingt richtig schön sauber machen, wenn ihr ohne Handschuhe arbeitet. Jetzt füllen wir die Kohlrabi rein. Aus Kohlrabi und zum Beispiel dazu noch Möhren geben, kann man auch schöne Salat für Winter machen. Und dafür habe ich auch ein Video. Könnt ihr mal reinschauen. Ich stelle euch Link dazu. Wie kann man auch so eine schöne, leckere Salate machen. Fühle nicht ganz voll, nur bis zu Schultern. Kommt noch Wasser dazu, dass mir die Würfelchen nicht über das Flüssigkeit schauen. Nicht ganz voll. Und dann die nächste. Essigwasser habe ich nicht weggeschüttelt. Wir können die gleich nehmen jetzt zum Gläser einkochen. Es ist ja ganz gut so, weil da ist schon Essig und werden unsere Gläser nicht mit dem kalkigen weißen Rand sein. Deswegen können wir das Wasser gleich auch verbrauchen. Ich habe jetzt rausbekommen 5 Gurkengläser. Und dann noch so ein Glas wie von Apfelmus oder Bohnen. Aber Volumen ist genau das gleiche. Das ist jetzt reingepasst, 2,5 Kilo sauberer Gewicht von der Kohlrabi. So, in jetzt geht ganz einfach. Jetzt geben wir Salz in jedes Glas und übergießen kochendes Wasser aus dem Wasserkocher. Mehr nichts. Mache ich nur 1/2 Teelöffelchen. Geben wir heißes Wasser drauf, direkt aus Wasserkocher. Nicht ganz voll, dass die Gewinde frei ist, weil bedenkt ihr bitte, dass es muss noch gekocht werden und dann baut sie sich Druck im Glas. Deswegen Gewinde von dem Glas muss immer frei sein. Mehr brauchen wir nichts, kein Essig, gar nichts. Jetzt einfach die Deckel fest zumachen und da können wir schon in den Töpfchen reinstellen. Wenn ihr natürlich einen Kochautomat habt, dann habt ihr noch einfacher. Wird das Ganze angekocht bei 100 Grad 90 Minuten. Weil es Kohl ist, es ist kein saures Gemüse, deswegen 1,5 Stunden lieber einkochen. Und habt keine Angst, dass es da wird Brei, es wird alles gut. So, das ist jetzt dieses Essigwasser, wo wir die Kohlrabi-Würfelchen gekocht haben. Ich habe jetzt ein ganz bisschen kaltes Wasser auch noch dazu gegeben, dass es nicht zu heiß das Wasser ist. Und jetzt ist die bei mir so 60, fast 65 Grad. Das wird schon klappen, weil meine Gläser sind auch heiß. In die Töpfchen geben wir einen Lappen auf den Boden, dass unsere Gläser nicht platzen beim Kochen. Hier genau in meinem Kreisel hier passt 5 Gläser. Und dieses schmale Glas passt perfekt in die Mitte. Und dass er an die alle Gläser nicht klappert, mache ich ihn so in einen Lappen und stelle ich in die Mitte. Deckel zu und stelle das zum Kochen. Und wenn das Wasser kocht in dem Topf, meistens ist er auch dann schon 100 Grad. Wenn ihr so ein Fleischthermometer habt, könnt ihr auch messen.
Und danach kann man die Hitze runterschalten, weil dann bleibt es konstant, besonders wenn ihr auch noch Deckel habt. Dann köchelt nur so ganz leicht köchelnd, aber die Temperatur bleibt noch. Und wenn es aufkocht, ab da stellen wir die Zeit. So, meine Lieben, 90 Minuten sind vorbei und können wir jetzt unsere Gläser rausnehmen. Ich nehme die auf dem Tuch raus. Schaut, wie schön noch so richtig weiß unsere Kohlrabi sind. Richtig toll. Und jetzt lassen wir die hier auf dem Tisch erstmal abkühlen. Und wenn die richtig kalt sind, dann bringen wir im Keller oder auf den Vorratsregal, da wo ihr eure Einkaufssachen aufbewahrt. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch mein Video gefallen und eine oder die andere wird sich so eine schöne Beilage vorbereiten, weil es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Dann später kann man mit unterschiedlichen Soßen reinmachen oder einfach nur mit Butter anbraten, Eintöpfe, in Cremesuppe, ach, alles Mögliche kann man machen. Oder wenn ihr wollt vielleicht süß-sauer machen, dann schaut meine anderen Videos für die Salate. Wie kann man das auch machen? Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!